Am 6. Juni konnten Bürgerinnen und Bürger die Einfahrt des Frachters Leko bestaunen. Der Stückgutfrachter fährt unter der Flagge der Niederlande. Er hat eine Gesamtlänge von 89 Metern und eine Breite von 13 Metern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 12,4 Knoten verfolgt die Leko ihr Ziel, in Falkenberg in Schweden anzukommen. Die Reise startete am 6. Juni um 7.14 Uhr in Kiel.